Und zwar die Hausmusik der Lebenshilfe Hartberg unter der Leitung von Patrick Matthiaschitz. Und zwar, ich sage jetzt den Titel an, das Mont François, stimmt das? Mont François ist das, ja. Mont François, genau. Okay. Von Patrick komponiert. Unter anderem, also ich stehe halt im AKM, aber komponiert unter Manfred, sehr viel bei uns, gell? Okay. Das ist unser Bandleader. Und ich unterstütze ihn mal dabei, beziehungsweise bringt jeder immer seinen Input ein und wir versuchen das immer gemeinsam irgendwie auf den Punkt zu bringen. Und dann freuen wir uns noch aufs Trompetenecho, volksweise auch von euch arrangiert. Genau. Das freut uns sehr. Der Manfred gibt ein bisschen Ruhe, warten ein bisschen. Genau, schenk mir dich, in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist ja, wir haben jetzt vor kurzem unser Bandmitglied verloren, unser Schöni. Und die erste Nummer, die wir heute Morgen bringen, der wird mehr. Und ja, Schöni. Er ist bei uns, wir spüren das ganz stark, er schaut uns halt zu. Er hat uns interessanterweise in Bertelsmann verlassen, was das Ganze irgendwie sehr mystisch macht, dass wir jetzt genau heute, zwei Wochen nach dem Todestag, da spielen auf der Bühne. Das ist irgendwie interessant und irgendwie eine Ehre für den Schöni da, den Abschied vielleicht nochmal zu zelebrieren. Danke Schöni. Und
Ist das sein Liedl oder? Das ist eigentlich ein Christ-Liedl. Christ-Liedl, gell? Und es hat sich irgendwie so ergeben, der Christ hat einmal mit der Harmonika bei der Probe gespielt und wir haben so drei Akkorde dahin plätschern lassen, bis er auf so ein Liedl steht, beim Jammen. Und das war der Christ damals, ja, der mit den Akkorde begonnen hat und so ist das Liedl zum Christ-Liedl geworden. Eigentlich würde es so Christ-Liedl heißen, weil er ist ja der Christian, aber ja, wir sind da nicht so genau. Aber man kennt sie auseinander, weil er ist ein bisschen der Obelix. Ja, man merkt es. Also optisch ist er mit Unterschied da. Beim Bus merkt man so, wo er sitzt beim Heimfahren. Merkt es halt beim Lift meistens, gell? Die Hausmusik ist perfekt, ist perfekt, ist perfekt. Komm mal jetzt am Kapot. Daneben ein kleines Mädchen, 12 Jahre alt circa. Und der Manager wollte halt nett sein und weil der Flug doch lange ist, wollte er zum Mädchen sagen, du, wir können uns ein bisschen unterhalten, dann vergeht die Zeit schneller. Und das Mädchen, ja, okay, was schlagst du vor? Sagt er, ja, wir könnten über Atomstrom, könnte man reden, Atomstrom. So ein kleines Mädchen, okay, aber bevor wir über Atomstrom reden, dem mich was interessiert. Ein Pferd, eine Kuh und ein Reh. Alle drei fressen das gleiche Zeug, also groß, Gras. Und das Reh, das produziert dann so kleine Kügelchen, die Kuh produziert aus einem trockenen Fladen und beim Pferd kommt also ein getrocknetes Gras raus. Ne? Lieber Herr, wieso ist das so? Der Manager überlegt und überlegt, sagt er, ich habe keine Ahnung. Sagt das 12-jährige Mädchen,
guter Mann, glauben Sie wirklich, dass Sie kompetent genug sind, mit mir über Atomstrom zu sprechen, wenn Sie von Scheiße schon keine Ahnung haben? Dankeschön. Ja, ich freue mich, es geht wieder weiter mit der Hausmusik der Lebenshilfe. Ich hab's circa ein ganzes Jahr vorher, bevor ich das erste Tor gehabt habe, gespielt. Wenn einer der Jungs Interesse daran hat, gern, zahl gern die Kriegspreise, dass er es dann haut. Herr Kaffer, da probieren wir mal. Nennt sie Helga's Reggae. Genau, das ist die Zugabe. Dankeschön.